Alle Pferde in den Boxen für das siebte Rennpreis der Glücksspirale. Und das Rennen ist auf der Reise. Etwas schlecht abgesprungen ist Night Gypsy, hat aber auch gleich wieder Anschluss gefunden. Marguerite Duchamp an der Innenseite hat die Führung übernommen. Dahinter Lola Montes, außen galoppieren zwischen beiden. Apitou, Lola Montes geht jetzt vor den Tribünen hier an die Spitze, vor Marguerite Duchamp. Apitou ist drittes Pferd. Dahinter dann Gambia Star, vor Amiga Juanita. Night Gypsy ganz innen, daneben All About Me mit Valentinas. Dann ist es an der Innenseite galoppierenden Always Music vor Taurus. Am Schluss des Feldes zunächst einmal Smaragd. Und so geht das Feld relativ weit auseinandergezogen in die Gegenseite. Und das Kommando, und das ist sehr, sehr deutlich bei Lola Montes. Da macht Sarah Bissay richtig Dampf auf vorne. Das sind bequem 6-7 Längen, die Lola Montes jetzt hier bereits Vorsprung hat auf Marguerite Duchamp. Und der Vorsprung von Lola Montes wächst weiter an. Marguerite Duchamp, zweites Pferd, Apitou in dritter Position, viertes Pferd ist dahinter, dann Gambia Star, fünfte ist Amiga Juanita, vor der Steigefährtin, vor Night Gypsy, dahinter dann All About Me. Das ist die vordere Gruppe und vorne einsam und alleine Lola Montes. Die hat jetzt bereits den Schlussbogen erreicht, biegt in den Schlussbogen ein mit satten, ich würde mal sagen, gut 14-15 Längen Vorsprung sind das bequem. Lola Montes weit, weit voraus. Kann das gut gehen? Marguerite Duchamp führt die Verfolger an. Dann Gambia Star, Amiga Juanita, Apitou an der Innenseite. All About Me ebenso in der vorderen Gruppe dabei. Dahinter dann Taurus for Always Music, for Smaragd und letzter ist Valentinas. Es geht Richtung der Zielgeraden. Der Vorsprung von Lola Montes wird jetzt auch deutlich kleiner. Der schmilzt dahin wie ein Eis in der Sonne und schon ist sie erreicht von den Gegnern. Marguerite Duchamp an der Innenseite und jetzt kommt Gambia Star, während Lola Montes außen das Pulver verschossen hat. Gambia Star geht nach vorne mit Marguerite Duchamp ganz an der Außenseite. Always Music macht einen starken Eindruck. Taurus ist da, aber Always Music ganz an der Außenseite ist vorne. Always Music vor Gambia Star, Marguerite Duchamp und Smaragd in der Bahnmitte wird eingesetzt, aber vorne ist Always Music mit Gambia Star. Gambia Star jetzt wieder, Gambia Star vor Always Music und vor Smaragd, der stärker wird, Gambia Star vor Smaragd und Always Music, Gambia Star gewinnt, dahinter Smaragd oder Always Music, das muss der Zielrichter entscheiden, vierte Wahlrennen, Marguerite Duchamp, fünfter Taurus, dahinter dann All About Me vor Amiga Juanita, vor Apitou und vor Valentinas und abgeschlagen ist Night Gypsy. Richterspruch, Sieger ist die 3, Gambia Star, auf dem zweiten Platz die 10, Always Music, drittes Pferd war die 6, Smaragd, auf dem vierten Platz die 5, Marguerite Duchamp und fünftes Pferd die 11, Taurus. Die Quoten, die Siegerin Gambia Star zahlt auf Sieg 3,20 €, die Platzquoten 1,80 €, 3,50 € und 3,90 €, die Zweierwette 38,40 €, die Dreierwette 177,20 €, die 2 aus 4 zahlt 3,60 €.